Hey Freunde und willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Monster Hunter. Und wir haben uns ja jetzt das letzte Mal so super fancy hier gekleidet. Ach nee, das war das Mal davor schon. Haha. Mensch, Zeit vergeht und die Parts gehen hier voran und das freut mich echt. Und jetzt bin ich hier hochgerannt. Oh yeah, okay. Wir haben letztes Mal ja unseren super Erzfeind hier vertrieben und das war so ultra leicht, weil wir einfach so die super Pros sind und ja, gut. Nee, das war echt ein bisschen zu leicht, aber der war auch anfällig gegen Feuer. Das Monster, welchem wir uns heute widmen wollen, guck mal, ob ich Zeug wegpacken kann, ist der Rathian. Ich habe mich dann doch für den entschieden. Also ein Wyvern, ein Flugdrachen-Monsterlein. Und ja, wer hätte es gedacht? Jemand mit Gehirn. Das Viech ist nicht anfällig gegen Feuer. Das ist so ziemlich auch das Beschissenste, was wir haben können, weil es spuckt ja selber Feuer. Ja, Ace, du bist schlau. Super. Bekämpfen wir halt jetzt mit dem schönen Sprichwort Feuer mit Feuer und hoffen, dass es einfach wird, weil wir können auch Brot mit Brot essen. Von daher, was soll's. Nee, was hier? Schneidspezialist, Walzer. Nee, schlafloser Werfer, Walzer. Nee, haben wir jetzt nochmal schlafloser? Ja. Komm, Schneid. Mach mal Schneid. Schneid geht gut. Schneiden ist gut. Und ja, das wollen wir auch. Das war natürlich wieder lecker, weil wir sind jetzt schon voll so eingestellt auf unser Brot mit Brot. Und zack, komm hier, zack. Die Drachenlady. Erjage einen Rathian. Na, immerhin auf der Ödnisinsel. Komm, unseren Stempel und dann geht's los. Kann ja was werden. Aber. Das wird ja jetzt hoffentlich nicht ganz so schwer, weil irgendwie wurde ja jetzt alles nicht so schwer, wo ich gesagt habe, das wird schwer. Also, na, ne, Logik, ja, besser, ja, ja, ich weiß, halt die Fresse. Ja, mal sehen, vielleicht wird das ja nicht ganz so schlimm. Ich habe gerade leider keine Ahnung, wo hier der Sondersuperpunkt von dem Monster ist. Laufen wir einfach alles ab. Kann ich schauen. Hier ist es schon mal nicht. Warte mal. Das Viech kann in der 5, in der 2, in der 3, in der 7 und in der 8 sein. Also gehen wir jetzt durch die 3, in die 7, durch die 8 und springen wieder in die 5. Ja, so machen wir das. Ich habe mich gedreht. Ja, ich habe ja letztes Mal hier von meinem. Oh nein, Cutscene. Ah, pst. Leise. Oh, was wird nur geschehen? Guten Tag. So, das Viech hat uns noch nicht gesehen, noch kein Auge. Und was er jetzt gesehen hat, war der Rathian, das Rathian-Monsterchen. Ich mag es eigentlich sehr zu bekämpfen. Und ich mag auch die Rüstung sehr. Ja. Wogegen es anfällig ist, ist Blitz-Donner-Zeug. Ne? Also hätten wir jetzt mal mehr Lagia-Cruz-Zeug bekommen, dann hätten wir uns ein Donner-Moped machen können und dann wäre aber richtig hier Action gewesen. Aber so wird das nix. Wichtig ist hier bei einem Flugmonster, dass wir das auch mit Farbe markieren. Ist es noch da? Ist es abgehauen? Wollt ihr mich verarschen? Das Viech ist weg. Lässt hier sein halb angegessenes Essen da und haut ab. Ja, gut, weil ich so lange gelabert hab, ne? Können wir in die 7. Gucken, ob's da ist. Hab ich nicht gerade irgendwas gehört? Anscheinend nicht, weil sonst wäre sie da. Aber vielleicht ist sie auch gerade weggeflogen. Ja, das ist die Scheiße. Das wollte ich gerade sagen mit hier Farbe und so. Sobald irgendwas Flügel hat, haut da Farbe rauf. Wisst ihr, einfach so viel Farbe wie geht, damit euch das nicht abhaut. Und ihr jetzt hier wie blöd, ach, da ist er. Wie blöd rumrennt und das Viech sucht. Übrigens ist dieses wunderschöne Monsterchen hier ein Weibchen. Und jetzt schreit's. Wir rollen. Haha, wir konnten dem Schrei ausweichen. Ups. Der Schwanz von dem Viech ist giftig, aber das stört uns nicht, weil
wie Antigift und so. Und man kann wieder ziemlich viel kaputt machen. Und das ist eine ziemlich Hardcore-Attacke. Dieser Looping macht das Viech nur zu gerne. Und der tut auch ordentlich weh. Und würde halt im Endeffekt auch vergiften, dann würden wir vom Schwanz getroffen werden. Hätten wir nicht unsere fancy Broggy-Rüstung an. Ja, dann kann das Vieh noch Feuer spucken. Und macht schon wieder so ein Looping und der tut auch ordentlich weh. Aber wir sind nicht vergiftet. Gott sei Dank. Achso ja, und dann kannst du noch so, wenn es mal fliegt, mit den Beinen so zupacken. Und das hat hier heute irgendwie Spaß dran an den Loopings. Und dann macht es noch so einen coolen Flug. Ja. Den haben wir jetzt nicht gesehen. Ja, zu den Movesets werden wir. Hier, Looping, nächster Looping? Alles klar. Zu den Movesets werden wir bestimmt noch mehr mitbekommen. Hier so ein Turnaround mit einem Schwanz schlagen, das kann ja irgendwie jeder. Ja. Und dann flattern sie halt manchmal noch ein bisschen rum. Hier auch wieder die Devise, einfach erstmal den Schwanz abhauen. Weil das Monster wird dadurch kleiner. Kann dann, wenn wir nicht gerade eine giftresistente... Oh, Feuer! Feuer! Nee, doch, nee, nee, Feuer, nee. Achso, jetzt ist es wütend übrigens. Wenn das hier Feuer Schlund hat, dann ist es wütend. Oh. Wow. Achso, ja, und dann kann er hier so einen komischen betrunkenen Flugmanöver und jetzt rennt es auf uns zu. Nein, es spuckt Feuer! Oh fuck! Oha! Uhaha! Ja, das waren jetzt drei Feuerbälle auf einmal. Ja, also nacheinander, aber schnell. Ne? Und die könnten dann unter Umständen doch wehtun. Und ja. Dann rennt das natürlich einfach auch noch zu. Und wir müssen hier aufpassen. Das ist halt ein relativ kleines Gebiet. Ah, ausgewichen. Noob. Ah, ausgewichen. Und... Ah, nicht ausgewichen, sondern voll mit deinem Knie in die Fresse, Scheiße. Und wieder mit dem Knie ins Gesicht. Guck mal was anderes hier. Wir sind nochmal mit dem Schwanz. Ja, wir sind betäubt und du triffst dich. Ach, du bist ja... Alter, du bist ja genauso betäubt wie wir. Ja, und jetzt ist natürlich was Beschissenes passiert, weil ich nicht weiß, wie man das... Leute, helft mir. Ich weiß nicht, wie man das... Ah, Chacha, du bist unsere Rettung. Das Monster wollte uns gerade greifen und uns einfach essen. Uns einfach so totpicken. Bis wir tot sind. Ja. Ja, totpicken. Ja. Ja, und jetzt hat Chacha gerade ja voll in die Fresse gerotzt. Das ist natürlich auch nicht nett. Und ich denke aber, das wird dann doch mal ein bisschen härterer Kampf als die, die wir hatten. Weil wir halt auch echt nicht, echt nicht viel Schaden machen mit unserem Schwert. Also, nehme ich mal an. Man sieht das natürlich nie so richtig, aber... Ha! Wir haben es aus der Luft geholt! Sehr geil! Und jetzt einfach auf den Schwanz eindreschen. Mit dem Schwert, das ist super. Zack! Zack! Achso, ja, großes Monster heißt groß kaputt machen, ne? Also man kann viel kaputt machen. In diesem Fall kann man den Schwanz kaputt machen. Den ich gerade nicht treffe. Und jetzt wird umgeswitcht und wir kriegen dafür ein Knie in die Fresse. Dankeschön. Ja, man kann den... Achso, wenn es so hoch fliegt, dann haut es eigentlich ab. Okay, dann können wir uns mal hier ein bisschen wieder zudröhnen. Ein bisschen Power holen. Komm, noch ein Trank, was soll der Geiz? Ich würde auch unsere Waffe mal nachschärfen. Und wir brauchen... Alter, unsere Ausdauer... War die von Anfang an so niedrig? Komm, hier. Ey, wenn ihr jetzt wieder nervt... Alter, auf zum Nerven. Hier geht auch, aber das dauert auch ziemlich lange hier. So. Packen wir uns eine Ration ein, um unsere Ausdauer wieder hochzukriegen. Red Bull for life. Und dann geht's in die 3. Gehen wir hier lang. Warum auch nicht. Ja. Das Monster wird jetzt, ja, das macht viel Schaden, habt ihr gesehen, ne? Macht große Aua, macht viel Feuer und, ja, ist nicht so einfach. Aber ist jetzt wieder abgehauen oder sehe ich es noch nicht? Wahrscheinlich steht's da hinter der Ecke. Ja, da steht's doch. Hallo. Und jetzt erstmal schreien. Man merkt, es ist weiblich. Also nichts gegen weibliche Zuschauer. Aber hier sofort erstmal anfangen zu schreien, ne? Einfach immer los schreien. Aber ja, was soll das? Ich schreie ja auch die ganze Zeit, wenn hier irgendwie Action ist. Also von daher
Und jetzt kommt so ein Schwanz, bam, zack, in your face. Und hier, komm, zack. Zack, und da ist der Schwanz ab. Und die Katze wollte uns hier bestehlen. Nischt ist. Sehr schön. Und jetzt macht es hier trotzdem Hallo. Du hast irgendwie nie mitgekriegt, dass es da was kaputt ist, ne? Ja, da seht ihr jetzt das offene Ende. Quasi. Und jetzt kriegen wir den Schwanz trotzdem in die Fresse. Und ja, toll. Super. Schön, so viel dazu. Jetzt macht das weniger, ne? Ja, wo ist ein Chacha? Achso, der ist gerade Urlaub machen. Und die scheiß Katze hier. Kann der Ratney die Katze nicht mal grillen? Ja, übrigens, das... Uah! Ja, wir haben uns voll reingerollt. Das normale Anzeichen dafür, dass es hier dieses Super-Bam rückwärts-Looping-Salto macht, ist, wenn das Viech zwei Schritte zurückgeht. Dann passiert das normalerweise. Und jetzt sind wir irgendwie... Hier ist die Devise meistens, nicht zu dem Monster rollen. Nee, nicht darauf hören, was ich sonst sage. Nicht machen. Weil sonst, hier, ist schon wieder zwei Schritte zurück. Weil sonst, gibt euch das Viech einfach in die Fresse. Wir haben es schon wieder aus der Luft geholt. Ja, nice. Zack, 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 zack. Und zack. Wir versuchen einfach so viel von dem Monster kaputt zu machen, wie geht. Vielleicht, ja. Ist es dann. Oh, ist irgendwas kaputt gegangen? Achso, der Kopf ist übrigens das empfindlichste an dem Viech. Ohne ihre Köpfe sind sie wehrlos und gerade ist der Kopf übrigens auch kaputt gegangen. Seht ihr das? Da sind so abgebrochene Stellen. Und es ist sauer und wir konnten dem Griff ausweichen. Und jetzt ist der Flügel kaputt gegangen. Haha! Sehr nice. Ist schon mal ganz schön. Was macht das hier? Das rennt jetzt. Ah, und wieder umgefallen, ey. Das ist. Läuft ja jetzt doch besser als erwartet. Zack, gut. Und. Oh nein, was ist das jetzt? Ach so, die Monster-Explosion auf Doom. Ja, das kann dann so super Feuer machen. Wuhu! Ja, davor. Also, das fliegt dann anscheinend, wenn es diesen Griff machen will. Auch nochmal ein bisschen zurück, holt quasi so aus und dann stürzt es sich auf euch und da müsst ihr halt auch aufpassen. Hier, diesen da. Der ist böse. Ha, da hat so eine Katze voll in die Fresse gesprungen. Kann die Katze nicht töten hier, Miss Rathian? Oh, Sabbat, es Sabbat. Leute, das ist unsere Chance. Oh, Sabbat. Zack, Schwert an. Runterstellen und einfach mal durchweg, durchbrezeln. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Vermutlich der zweite Flügel, ja. Dann jetzt alles durchbrezeln, was wir haben. Solange das Viech sabbert. Durchbrezeln. Und ja, wir kriegen in die Fresse. Und jetzt haut's ab. Das liegt doch schon so hoch. Hier, da hat's was fallen lassen, da war's traurig. Was haben wir? Ein Geheimversteck, alles klar. Und jetzt können wir den Schwanz ausnehmen. Lalala. Das ist doch Keule hier, ey. Ja gut, weiter geht's. Ab in die 7. Und dann... ne, in die 8. Es ist ja wirklich ganz schön fertig. Die 8 ist, falls ich das nicht irgendwann schon mal erwähnt habe. Habe ich aber bestimmt. Also dürft ihr mich schlagen, falls doch, ja, ne? Schreibt einfach irgendwie Punch oder so in die Kommentare. Die 8 ist der Drachenhorst. Da pennen die Viecher. Pennst du auch? Nee, du pennst noch nicht, du bist nur sauer. Ja, anstatt dich aus... Ach, scheiße, wir hätten uns mal heilen sollen. Ja, das war mir reicht. Aber so richtig sauer bist du ja nicht, ne? Ja, du sabberst nämlich immer noch. Bam! Voll vor den Latz geknallt. Immer auf den Kopf. Immer auf diesen kleinen Kopf. Das ist jetzt wenigstens mal irgendwie halbwegs realistisch. Ne? Also, das hier so ein Monster, das... Dann hat das wenigstens eine kleine Trefferfläche. Weil er ist ja sonst so groß. Aber den Kopf steckst du es ja trotzdem irgendwie entgegen, ey, was soll's. Ach, jetzt wurden die ja trotzdem getroffen. Ich habe irgendwie drauf spekuliert, dass wir nicht getroffen werden. Und jetzt kommt hier irgendwie so ein verkrüppelter Salto. Tja! Und weiter drauf. Jetzt kommt nochmal Schreien. Ja, Schreien ist nicht gut. Ah, jetzt ist das aber vorbei. Jetzt ist hier Super Rage. Super Rage! Super Rage in die Fresse, dankeschön. Ja, ich sollte nicht sagen, hier, das wird irgendwie einfacher, oder? Ah, scheiße. Jetzt stehen wir hier am Abgrund.
zum Glück hat da irgendjemand. Ja, hätte das jetzt noch einen Schwanz? Ja, tut er. Jetzt sitzt er aber gerade hier. Schnell! Und das war knapp. Ja, komm, hier, zack. Und trink. Komm, wir nehmen noch einen Trank von uns. Und trink. Okay. Jetzt kann es weitergehen. Das müsste jetzt reichen, jetzt mal. Das Monster wütet hier rum. Und. Oh nein, was passiert? Okay. Ja, ich weiß nicht, wie viel Leben es noch hat und wie lange sich das hier noch austoben will. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt schon länger als gegen Lagia Cruz gegen es kämpfen und dem schon einiges kaputt gemacht haben, wird es das doch bald gewesen sein mit dem Moped hier. Komm her. Wir holen dich jetzt aus der Luft. Zack! Oh ja, das hat sogar geklappt. Ja, das ist ja nice. Das ist ja jetzt hammer nice, dass das sogar geklappt hat. Darüber bin ich jetzt froh. Zack, Schwert an. Und Explosion. Und Feuer! Verdammt! Waffenstärke gesunken und den Schwanz voll abgekriegt. Das war jetzt eine Panne. Aber ich meine, hier so ein Feuerball und weiter rauf. Uah. Ich weiß nicht, am liebsten würde ich meine Waffen nachschärfen, aber er ist ganz schön demoliert, das Vieh. Muss man ja mal sagen, ne? Oh, es humpelt. Wo willst du denn jetzt hin? Wollt das mal jemand sagen? Jetzt ist es wieder sauer. Das ist jetzt nämlich die Kacke, wenn es jetzt fangen müsste. Es humpelt, aber es wechselt ja nicht das Gebiet, weil es ist ja schon zu Hause. Also kriegen wir jetzt erstmal aufs Maul. Oder es rennt irgendwo anders hin. Ja, komm. Schmeißen wir uns noch hier so ein leckeres Säftchen rein. Und wir schärfen jetzt einfach mal die Waffen nach. Und hoffen, dass es vor uns stoppt. Ja gut, das kam ja nicht weit. Nice. Falsche Richtung. Und da bist du wieder hingefallen. Und jetzt machen wir es. Ja, vorbei. Wir machen jetzt Schluss. Ich sage, wir machen jetzt Schluss mit dem Schwert. Stecken das da jetzt rein. Treffen nicht. Und treffen mit der Explosion und machen Schluss. Ey. Leute, ich hab das. Das war live. Das war jetzt, ne? Ich sag euch, das ist diese fancy Klamotten. Ja gut, Freunde. Das war doch ein aufregenderer Kampf als bis jetzt. Ja, gute Nacht, ne? Und jetzt dürfen wir das auch ausnehmen, unserer Errungenschaft. Und können uns freuen, dass wir unseren ersten großen Vivern erlegt haben. Und das, ja, und wir bekommen hier nur Schuppen. Schuppen sind nicht so geil, ne? Also ich meine, Schuppen sind so übelst Standard. Ja, immerhin Stachel. Ist okay, den könnte man gebrauchen. Alles klar. Wir konnten das Viech ordentlich demolieren, was uns, glaube ich, noch mehr Questbelohnung einbeschert. Nee, beschert, ja. ist hier gerade der Spawn verschwunden? Komisch. Ja, wir konnten das ordentlich demolieren und wir konnten den Schwanz abschneiden und ausnehmen. Das heißt, wir haben nochmal ein zusätzliches Item gelootet. Und ich habe schon wieder vergessen, ich wollte mir diese schönen Gesten nach einem großen Kampf angewöhnen. Naja, was soll's, wir haben die Quest erfüllt. So, und das wird jetzt auch hier dann gewesen sein. Es war anstrengend, aber hier immerhin, also das Grüne ist jetzt das Zeug vom Rathian, immerhin ein bisschen was. Ich hätte mir jetzt mehr erhofft, aber immerhin. Und Monsterknochen Plus bekommen wir sogar schon im Low Rank, das ist ja krass. Können wir unser Feuermoped weiterbauen. Zack, Schuppe, hier Gewebe, Brustkugel, bla, Zeug, hier, komm. Da. Weg, los. Ach, ein Rekord, Mensch. 16 Meter war das Gerät lang. Nicht schlecht. Wenn ich mir das so vorstelle, das ist viel. Alles klar. Und hier wollen wieder alle mit uns reden. Wir sind wieder die Nummer 1 der Welt. Chacha, die Maske sprüht vor Kopf. Bla, Chacha macht bereit Alampa für großen Chaka-Angriff auf Lagia Cruz. Oh yeah. Chacha, Maske im Kopf, die gibt Seele, Feuer und Kraft. Okay, Chacha jetzt angestrengt. Muss Chaka duschen. Alles klar. Chacha lässt Maskenpläne bei Cha Kin vom Dorfchef Junior. Gesehen? Vergiss Chaka Dusche. Will Cha gucken? Was lobt mit dem? Ja, hier, Chacha sammelt übrigens auch immer so Zeug mit ein. Also ab und zu guckt einfach bei dem vorbei, falls ihr, ne? Und dann, kann man das looten. Und dann steigt er auch irgendwie Stufen auf und kann mehr. Was ist los bei dir?
Dann also auf ein neues, junger Hüpfer. Der Lalia-Gruß ist wieder aufgetaucht und dieses Mal ist er hinter uns allen her. Ach, wem mache ich was vor? Er ist hinter dir her. Und er ist richtig wütend. Er hat wohl einiges persönlich genommen. Bei eurem letzten Treffen. Ja? Die gute Nachricht ist, dass ihr meiner Meinung nach etwa gleich stark seid. Du brauchst nur etwas Selbstvertrauen. Oh, eine Bewaffnung bis an die Zähne wäre auch nicht schlecht. Geh zum Questschalter, wenn du bereit bist. Ich drücke dir die Daumen. Du hast es schon einmal mit der Bestie aufgenommen. Du schaffst es auch ein zweites Mal. Jaha. Gibt's jetzt endlich auf die Fresse dem, ne? So, Junior will uns jetzt erzählen, dass wir der Rathian bestimmt im Wald und das die Maske, ne? Ja, Rathian im Wald, aha. Mhm. Und die Maske, alles klar. Und Zeit hier Lagoa, also Boot. Achso, und hier nochmal Lagia Gruß und hau ihm aufs Maul, ne? Ja, ist klar. Machen wir. Warte mal, dann guck ich jetzt noch schnell, was hier los ist. Also ich meine, mit dem Monsterknochen Plus verbessern. Zack. Und was brauche ich dafür? Monsterknochen, ich brauche 3 davon und Rathalos Gewebe. Okay, das kommt erst in Stufe 5, aber da kommen wir ja dann bald hin, ne? Ist ja jetzt hier. Ja, die dringende Quest, was das hier sein wird, dass wir dem Lagia Gruß mal ordentlich was mitgeben dürfen. Und ich rede die nette Dame da vom Questschalter mal noch nicht an, sondern ich mache das nächstes Mal, damit wir hier so ein bisschen Spannung haben. Ne? Was vermag sich wohl hinter dem mysteriösen gelben Sprechblasengerät mit den 3 Punkten verbergen? Was will sie uns wohl sagen? Was kommt auf uns zu? Man weiß es nicht. Ja, doch. Egal! Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal dem Lagia Gruß diesmal richtig eins in die Fresse geben können und er nicht wieder so feige abhaut, sondern wir mal ordentlich hier, ne? So, bam. Also Leute, wir sehen uns und das nächste Mal geht's dann wieder richtig los und wir haben da unseren krassen, quasi erstmal Endkampf, ne? In Anführungsstrichen, gegen das böse Erdbebenmonsterchen. Und bis es soweit ist, sage ich bis dahin.